So, herzlich willkommen zu Lernbord. Mein Name ist Alexander und heute möchte ich mal mit euch über das Thema. Über was für ein Thema will ich mit euch sprechen? Ah, genau. Eine Ausrede, wenn zum Beispiel. Was soll ich die Frau ansprechen, wenn die gerade Musik am Hören ist? Ich hatte schon öfters den Fall gehabt, ich war in Koblenz unterwegs oder in Trier oder auch auf der Schule. Da saß ich halt und da bin ich halt da rumgegangen und habe halt eine gesehen gehabt und ich wollte die unbedingt ansprechen. Und die meisten sagen jetzt, na gut, wenn sie jetzt Musik am Hören ist, lass sie mal lieber in Ruhe oder sonst was, weil es kann ziemlich nach hinten losgehen, ziemlich schnell nach hinten losgehen. Stimmt nicht ganz. Ihr könnt da hingehen, sie kurz an der Schulter berühren und dann anfangen mit ihr zu sprechen. Das Ganze geht, ist auch, sag ich mal, akzeptabel. Solltet ihr auch machen. Also sprich, wenn eine Frau oder jemand, den ihr gern ansprechen möchtet, Musik am Hören ist, das ist keine Ausrede bzw. kein Hindernis, sie oder ihn anzusprechen. Also macht das Ganze und schaut, was draus wird. Es gab einen Vorfall, also ich habe den noch nicht erlebt, aber einer aus der, sag ich mal, der sich auch damit beschäftigt, der hat mal eine angesprochen gehabt, die Musik am Hören ist, die hat den dann wiederum zurückgewiesen, hat den auch beschimpft, wie weit weiß ich was. Und später kam er dann dahin und hat die nochmal angesprochen und hat sich entschuldigt, dass er sie gedrängt hat. Sie hat sich dann auch entschuldigt, dass sie so böse war und so weiter und so fort. Und sie haben sich trotzdem noch zum Kaffee getroffen. Also, Fazit des Ganzen. Wenn eine Frau oder ein Herr, den ihr ansprechen möchtet, Musik hört, ist es kein Hindernis. Einfach hingehen und ihn ansprechen. Ciao.